Wir haben einen Auftrag, zum Beispiel für den Zusammenhalt dieses Landes zu sorgen, zwischen den Landesteilen, zwischen den Kulturen, zwischen den sozialen Schichten, zwischen Schweizerinnen und Schweizern, Ausländerinnen und Ausländern. Und diesen Auftrag nehmen wir ernst und das stimmt mich zuversichtlich. Die Studie sagt uns, im digitalen Zeitalter können wir unseren Auftrag noch besser erfüllen und dieser Auftrag wird im digitalen Zeitalter noch wichtiger. Unsere Strategie geht über 5 Jahre. Diese Studie entwirft Szenarien für 10 Jahre. Und man muss 10 Jahre im Voraus denken, bei aller Unwägbarkeit. Diese Studie wird unsere künftige Strategie beeinflussen über die üblichen 5 Jahre hinaus. Wir haben das Privileg einer öffentlichen Finanzierung zu Zeiten, da die private Finanzierung von gutem Journalismus für das breiteste Publikum immer schwieriger wird. Demokratie, das hat 2 Hälften. Die größere Hälfte ist die Meinungsbildung, die kleinere Hälfte ist die Entscheidung. Wird die Meinungsbildung beschädigt, erfolgt keine fundierte Meinungsbildung, dann steigt das Risiko falscher Entscheidungen, schlechter Entscheidungen. Und ein öffentliches Medienhaus dient der unbefangenen, möglichst ausgewogenen Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger, in der direkten Demokratie erst recht. Wir sind jetzt im Netzzeitalter und da geht es um eine klare Strategie, eine Vision und dann darum, dass sich die eigenen Initiativen eines jeden Mitarbeitenden, einer jeden Mitarbeitenden in Richtung dieser Strategie, in Richtung dieser Vision bewegen. Das ist die neue Führungskultur, die kann man nicht von heute auf morgen umsetzen. Wir haben diese Studie aufmerksam gelesen und nun werden manche Befunde in unsere künftige Strategie einfließen. Wir sind am Beginn dieses Prozesses, deshalb will ich nichts vorwegnehmen. Aber diese Studie des GDI-Instituts, wichtig, ein Drittblick, eine Drittmeinung, die wird durchaus Einfluss haben auf die Strategie des öffentlichen Medienhauses SRG, SSR. Und auch diese Partnerschaft, wir suchen ja rundum Partnerschaften, die mit dem GDI ist wertvoll.